2004 ist mit Saw 1 wohl einer der besten Teile des Franchises erschienen. Man hat hier filmisch gesehen wohl mit den besten Teil. Man hat schöne Twists, man hat hier und da eine nette Gewaltspitze, man hat die Geschichte gut und verworren inszeniert und am Ende wurde man dann tatsächlich doch noch überrascht. Also ich finde, Saw 1 ist mit einer der besten Teile. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Allgemein finde ich die komplette Reihe ziemlich interessant, wobei es später dann doch mehr nur noch um die Kills geht, als um eine gute Story. Aber im Gesamten gesehen, wenn man mal so einen Marathon startet, dann macht die Reihe doch schon was her. Jetzt wurde der erste Teil neu aufgelegt in 4K und wir haben gleichzeitig auch ein Steelbook dazu spendiert bekommen, was ich mir heute mit euch ansehen möchte und wir packen das Ganze mal aus. Hier haben wir dann zuerst einen Viertelschuber, wo wir natürlich diverse Informationen zum Film drauf enthalten haben. Hier, dass dieser Teil immer noch ab 18 Jahren freigegeben ist, dass wir hier ein 4K Ultra HD und Blu-ray Steelbook haben und wir sehen nochmal den Schriftzug zu Saw. Und wir haben hier den US Director's Cut, unten nochmal ein paar Logos. Und wenn wir nach hinten switchen, haben wir natürlich nochmal hier eine Inhaltsangabe und ein paar Szenenbilder. Wir sehen, welche Extras wir hier enthalten haben. Und was interessant ist, unten sehen wir, dass wir bei der UHD natürlich auch das Vollbild haben. Und wir haben hier Dolby Vision mit am Start. Die Tonspuren kann man hier sehen, Deutsch, Englisch, 6.1 DTS ES und 7.1 DTS HD Master Audio. Dann schauen wir uns das Steelbook selbst an und wir sehen hier die Puppe Billy. Wir sehen das Gesicht in Großaufnahme. Mir gefällt dieses Artwork richtig gut. Wie gesagt, ich gehe eigentlich ein wenig von den Steelbooks jetzt weg, aber wenn dann doch so ein schickes Teil kommt, muss ich da zuschlagen. Wenn wir uns das Ganze mal hier in der Reflexion ansehen, haben wir im Auge von Billy einen Hochglanzeffekt. Ansonsten hat es einen leichten metallischen Look und ist aber überwiegend dann eher matt gehalten. Aber dennoch, der Druck ist kräftig und scharf. Wir haben hier ein sehr cooles Artwork meiner Meinung nach und es macht auf jeden Fall was her. Wir schauen uns mal die Rückseite an und sehen hier praktisch eine Szene aus dem Film. Okay, man hat hier ein bisschen zusammengeschnippelt das Foto. So genau kommt das in der Szene natürlich nicht vor, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Wir befinden uns hier im Keller. Wir sehen hier Dr. Gordon, wenn mich jetzt nicht alles irrt. Und hinten sehen wir natürlich Jigsaw. Auch das hat hier einen leichten metallischen Look und sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Wir schauen ins Innere und sehen hier dann die Discs. Wir haben hier einmal die 4K Ultra HD mit dem US Director's Cut und hinten nochmal die normale Blu-ray mit dem US Director's Cut. Und im Innern haben wir dann natürlich dieses Bild, zu dem ich jetzt nicht zu viel verraten möchte, falls es da draußen doch noch Leute gibt, die den Film nicht gesehen haben. Für das, wo das Steelbook außen so farbenfroh ist, sage ich mal, haben wir innen nur einen Schwarz-Weiß-Druck und ja, ist okay, ist ein netter Druck, ist von der Qualität auch gut, aber was Farbliches hätte mir persönlich jetzt besser gefallen. Aber im Großen und Ganzen ein sehr, sehr gutes Steelbook, das geöffnet jetzt hier nochmal so aussieht. Wir sehen auch in der Mitte nochmal den Saw-Schriftzug. Ich finde auch, das geht vom Artwork her gut über und auch die Farbgebung passt gut zueinander. Und im Großen und Ganzen ein wirklich sehr, sehr schönes Steelbook, das hier mal wieder erschienen ist. Zur Qualität, da kann ich jetzt leider noch nichts sagen, was die 4K angeht. Ich bin aber gespannt, wie das Dolby Vision zur Geltung kommen wird. Ich werde natürlich noch einen Vergleich machen und werde dann unten in den Kommentaren meinen Eindruck anpinnen, was die Qualität der 4K Ultra HD angeht. Ansonsten war es das. Ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Steelbook findet und wie findet ihr allgemein das Saw-Franchise, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst mir doch gerne ein Abo da. Aktiviert dann auch die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao.